und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wir sind jetzt in der letzten Folge in Megaris angekommen und schauen wir doch mal, was wir jetzt hier zu tun haben. Ich würde sagen, dass wir erstmal die ganzen Fragezeichen so ein bisschen abklappen. Hier gibt es auch eine kleine Stadt oder sowas. Hier ist eine Quest, verschwundene Karte, vorne Stufe 8, okay. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal hier in dem Bereich ein bisschen umgucken und dann gehen wir hier langsam die Insel entlang. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet, Leute. Ich markiere mal. So, was ist da drüben? Dann schauen wir noch, wie wir alles mitnehmen können. Und wir haben fast ins Feuer gesprungen. Das ist nicht so geil gewesen. Können wir gleich mal schauen. Boah, gibt's da viele. Puh. Okay, hier brauchen wir... Ist eine Zeitquest oder was? Die Zeitquest lassen wir erstmal. Nehmen wir die normalen mit. Schauen wir später, weil Stufe 10 ist ein bisschen hart, glaube ich. Okay, jetzt gehen die ganzen Quests hier auf. Ein paar geil. Nutzt ihr was hier? Okay, die lassen uns in Ruhe, dann lassen wir die auch mal in Ruhe. Fragezeichen hin, was wir hier markiert hatten, hier oben. Oder war das Fragezeichen um den Ort hier? Okay, da gibt es eine Quest, da gehen wir nicht rein. Was machen. Gehen wir da gerne mal hin. Schauen wir mal. Wenn wir eh schon hier sind. Es ist eine Bestrafung. Der Befehlshaber denkt, wir werden fett. Ich denke, das ist. Komm erst zurück, wenn du die Tafel hast. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren. Gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, ihr hättet Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athener-Spion lieber als ein spartanischer Verräter, aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist, aber er kann nicht weit sein, denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten. Er könnte ein Betrüger sein. Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen. Und in Megaris gibt es mehr Söldner, als eine Ziege Flöhe hat. Okay. Und welcher Spartiat würde Sparta verraten? Ich finde ihn und die Tafel. Ich bin bald zurück mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich. Und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge, ich kann es mit deinem Spionen aufnehmen. Chere. Chere. Okay, die verschwundene Karte. Der Spion ist noch in Megaris. Der muss sich mitten im Geranaya-Gebirge aufhalten. Jetzt irgendwo südlich der Festung. Okay, Festung. Geranaya-Gebirge, das ist hier oben. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hoch, dass wir das Gebiet aufdecken.
Und dann sind wir schon. Jetzt wird er normalerweise eh gleich die Einblendung kommen, weil wir ein neues Gebiet entdeckt haben. Gebiet schon? Ja. Karte? Okay, jetzt haben wir es aufgedeckt. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den Dieb kriegen. Wir sind auf Stufe 8 jetzt. Wir können doch eigentlich einen Bogen anlegen, oder? Schlechter. Okay. Was haben wir hier noch? Okay. Dann schauen wir mal. Danach habe ich gesucht. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt machen wir jetzt mit den Runden. Natürlich habe ich sie. Aber die Hunde haben mich auf dem Weg nach draußen erwischt. Ach, wirklich schade. Denn so wirst du uns nur aufhalten. Andererseits bleiben dann mehr Drachmen für den Rest. Warte! Bitte! Das nicht tut. Tut mir leid. Aber es gibt kein Tier mehr. Doki. Ikaros will auch helfen. Ja, was klemmt hier, wenn er helfen will? Okay. Gefangene befreien. Zur rechten Zeit. Was? Was willst du? Wer bist du? Ich bin diejenige, die die Tafel zurückbringen wird, die du gestohlen hast. Gib mir die Tafel. Gib sie mir. Ich werde nicht ohne die Tafel gehen. In diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Aber es gibt Chancen. Vielleicht könnten wir uns einigen. Na, okay. Drücken wir auf Einbauung. Wie könnten wir uns einig werden? Will ich gleich töten. Hier, nimm die Tafel. Und dies. Für deine Mühen. Niemand weiß, wer ich bin. Es muss keine weiteren Toten geben. Geh. Und komm mir bloß nie wieder unter die Augen. Bringe dem Befehlshaber die Tafel zurück. Hab ich dich, bring ich dich auf! Kannst nicht gewinnen.
Ja, was mach ich denn? Schauen, ob ich hier. Okay, ich würde sagen, gehen wir doch gleich mal hierher. Können wir den einen vielleicht gleich mal killen oder so. Aber davor tue ich nur speichern. Nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Die Festung Geranea, beeindruckend. Sicherlich bewahren die Athener hier ihre Kriegskasse auf. Ich sollte Ikaros einsetzen, um mir zu helfen. Gegner hier, ey. Sagen wir, dass sie erstmal außen die Gegner ein bisschen machen. Ah, jetzt haben wir keine Adrenalin mehr. Okay, kriegen wir den vielleicht so? Mehr sein. Das Verräter abgerinnt. Mal ganz zum Schluss aber erst. Jetzt mal alles snacken.
den da? Die da außerhalb stehen. Boah, das ist geheilt, oder was? Den schon mal den Pool machen. Schönes bekommen. Ah, die Stufe 9. Uah. Noch so viele Gegner, ey. Oder wollen wir nochmal neu tracken? Okay, jetzt würde ich gerne diesen da ausschalten, wenn es irgendwie geht. Thank you.
Verstärkung ist auf dem Weg. Können wir wieder mal abhauen hier, bitte? Verstecke mich jetzt einfach mal hier und hoffe, dass sie mich nicht finden. Gehen die wieder oder bleiben die? Warte mal, kann ich jetzt mein Kopfgeld wegmachen? Söldner, Söldner.
Nee, sieht nicht so aus. Bleiben die jetzt alle hier oder was? Hören, dass die wieder gehen. Okay, die scheinen schon abzuhauen. Den werden wir nicht schaffen, der Stufe 10. Der ist ein bisschen zu hart, glaube ich, noch. Ich würde halt gerne das Gebiet noch abschließen. Den Schatz und verschwinde. Athens Soldaten werden nicht so kampflustig sein, wenn sie nicht bezahlt werden.
Schatz. Wie komme ich denn da rein? Da ist die Tür, okay. Einen. Ist das hinten? Da können wir aber nicht hinkommen. Schlag und das war's. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Ah.
Okay, aber man muss noch drei Schätze. Okay, da ist ein Schatz. Eins, zwei Schätze, okay. Okay, dann wäre noch ein Schatz. Der ist da unten drin, ne? So, dann haben wir die Festung abgeschlossen. Gehen wir erstmal hier raus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Sorry, dass ich so wenig geredet habe, aber ich war jetzt echt hoch konzentriert hier. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, dann schauen wir wieder in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dann wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.